sind momentan in Deutschland der einzige Anbieter, der Phantom HD Gold im Verleih hat und haben auf Basis dieser Phantom HD unser System Antelope entwickelt und aus diesem System ein vollwertiges Broadcast-System gebaut mit sämtlicher Ansteuerung, was für den Broadcast-Betrieb notwendig ist, sprich Anbindung an die Optik, Steuersysteme, OCP, Controlling, EVS-Anbindungen etc. Die Kamera kann in Full HD bis 1500 Bilder pro Sekunde machen. Diese 1500 Bilder nutzen wir hier nicht bei allen Venues, aber auf jeden Fall beim Biathlon. Die Kamera wird eingesetzt beim Skispringen. Auch da hat sie sich mittlerweile als Standard etabliert. System Nummer 3 und 4 sind eingesetzt beim Snowboard und beim Skicross. Wir benutzen hier Canon 86-Fach-Optiken und setzen beim Skispringen unterschiedlich noch eine 40-Fach-ING-Optik ein, weil wir da einfach näher dran sind. Das Equipment kommt alles von den Kollegen von Pristine, weil wir selber keine eigenen Optiken haben. Wir haben ein sogenanntes Anti-Flicker-System entwickelt für diese Kamera, was also innerhalb von, ja, ich sag mal, 2 bis 3 Frames Delay dieses Flickern aus dem Bild rausrechnet. Wir können das einsetzen ab Bildgeschwindigkeiten ungefähr ab 300 bis 400 Bildern pro Sekunde. Wir setzen das hier bei Olympia noch nicht ein. Wir haben es aber dabei aus Testgründen und testen hier weiterhin, um das System weiter zu optimieren, damit wir spätestens zur WM flickerfreie Bilder liefern können. Wir haben also 2 verschiedene Kamerasysteme, welche mit 16, welche mit 32 GB Speicher. Und wenn wir jetzt zum Beispiel 1000 Bilder pro Sekunde aufzeichnen, haben wir bei der Kamera mit 16 GB knapp 6 Sekunden Aufzeichnungszeit. Und bei der mit 32 dementsprechend 12 Sekunden Aufnahmezeit. Wir haben ein eigenes Clip-Management für die EVS entwickelt, die mit unserem Steuersystem an die EVS angedockt wird. Sprich, wir können automatisch Clips auf der EVS generieren mit unserem Steuersystem, können aber auch mit dem Multicam 10 von EVS die sogenannte Hypermotion-Software benutzen. Die befindet sich momentan noch im Erprobungsstadium, deswegen arbeiten wir momentan so, dass wir einfach das Crash Recording machen, sprich der Kamera-Operator spielt die Clips aus und der EVS-Operator klippt sie ganz normal ab und spielt sie dann mit 100% aus. Wir stehen da auch in ständigem Kontakt zur Regie und zum Slow-Mo-Regisseur. Das heißt, wir könnten auch die Clips direkt rausfeuern und das haben wir auch schon des Öfteren gemacht, dass wir wirklich direkt mit Clips live auf dem Sender waren, wenn es halt mal gebrannt hat.